Hallo Leute, heute Nacht wollen wir uns ein paar sehr eigenartige und möglicherweise paranormale Ereignisse und Geschichten anschauen, die verschiedene Personen im Geister-Subreddit geteilt haben. Wenn ihr euch etwas gruselt, bitte lasst mir einen Daumen und vielleicht sogar ein Abo da. Tom hat mir die folgende Aufnahme eingeschickt. Sie wurde ursprünglich von Zoe Camus aufgenommen und geteilt. Zoe war etwas beunruhigt und teilte den Vorfall, um Hilfe zu finden. Sie schrieb: Meine Freundin Audrey erzählte mir vor kurzem, dass ihre Tochter einen Freund habe, mit dem sie wohl öfters spielt, in ihrem Kinderzimmer. Audrey war sich sicher, dass es sich hierbei um einen imaginären Freund handeln musste. Eines Tages war ihre Tochter wieder am Spielen in ihrem Zimmer und Audrey beschloss, ein Bild von ihr zu machen. Ihre Tochter unterhielt sich mit sich selbst zu dieser Zeit. Am gleichen Abend schaute sich Audrey dann die Bilder an, die sie aufgenommen hatte. Auf einem der Bilder sah sie Folgendes. Da saß etwas bei ihrer kleinen Tochter. Aber was? Etwas mit einem schwarzen Pullover an. So sieht es zumindest aus. Das Gesicht sieht auch mega gruselig aus. Aber Audrey schwört, dass das nicht der Fall war. Aber da ist noch etwas anderes Merkwürdiges in diesem Raum. Im Schrank, um etwas genauer zu sein. Ist das ein anderes gruseliges Gesicht? Vielleicht steht dieses Ding in Verbindung mit dem kleinen Kindergeist. Was denkt ihr? Ist auf jeden Fall ein schauderhafter Vorfall, finde ich. Und ehrlich gesagt, ich hätte Schwierigkeiten, mich dort abends ins Bett zu legen. Folgendes wurde von Jay Nathan gepostet. Sie erzählt uns, dass sie und ihre beste Freundin die folgenden Fotos im Jahr 2010 zusammen in einer Fotobox gemacht haben. Sie haben sich ziemlich erschreckt, als sie etwas auf dem zweiten Bild sahen, das nicht wirklich bei ihnen war. Und es scheint so, als wäre das Ding auf den darauf folgenden zwei Bildern einfach verschwunden. Die Nutzer im Reddit-Bereich zeigten sich von dieser Aufnahme ziemlich beeindruckt. Jay schrieb, dass der Großvater ihrer Freundin einige Monate vor dieser Aufnahme verstorben war und dass sie glaubt, er könnte das sein. Sie hatte jedoch zuvor nie irgendwelche paranormalen Ereignisse erlebt. Das Bild wurde in ihrem örtlichen Kino aufgenommen, welches nicht für seltsame Erscheinungen auf Fotos bekannt ist oder sonstige Gruselgeschichten. Ist schon komisch. Was denkt ihr, was das ist? Ist es nur eine Form von Doppelbelichtung? Oder steckt doch etwas mehr Mysteriöses hinter all dem? Viele Leute glauben, dass da wirklich ein Gesicht zu erkennen ist. Aber man kann sich da natürlich nicht ganz sicher sein. Nutzer StacyTX hat folgenden Beitrag geteilt. Sie schreibt: Ich habe das folgende Bild am Governor's Palace in Downtown San Antonio aufgenommen. Ist ungefähr 7 Jahre her. Die schließen immer gegen 5 Uhr abends und ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand sonst in dem Gebäude war. Es sieht so aus, als würde da eine Gestalt vor der Tür stehen. Hat jemand eine Idee? Ja, ich sehe da etwas, das wie ein Schatten aussieht, der dort steht. Aber ich kann nicht sagen, ob es wirklich ein Schatten ist. Stacy antwortet: Wir standen draußen, als wir die Bilder durch ein Fenster machten. Da war kein Spiegel oder so. Der Nutzer antwortet ihr erneut: Entschuldigung, ich meinte die Reflexion im Fensterglas, nicht von einem Spiegel. Daraufhin schreibt Stacy: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe ein paar Bilder aus dem gleichen Winkel gemacht. Und dieses ist das einzige Bild, welches diese Gestalt zeigt. Ist leider etwas verschwommen. Ein anderer Nutzer schrieb darauf: Hast du diesen Schatten durch das Fenster gesehen und daraufhin das Bild gemacht? Oder war da etwa ein anderer Grund? Stacy antwortet mit: Nein, ich habe einfach nur ein paar Bilder von draußen geschossen. Wir waren auf einer Geistertour an diesem Abend. Hab einfach drauf losgeknipst. Was glaubt ihr, was hier aufgenommen wurde? Hat Stacy etwas aus einer anderen Dimension aufnehmen können? Möglicherweise war es nur etwas auf der Linse oder eine Reflexion. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wer weiß? Thank you.
Der folgende Beitrag wurde von Nutzer Stop That Lucy geteilt. Sie schreibt folgendes. Es war ungefähr Mitternacht. Meine Kinder waren im Bett um diese Zeit. Die Jungs hatte ich auf der unteren Etage untergebracht, während die beiden Mädchen im ersten Stock schliefen. Ich war in meinem Schlafzimmer, am Ende des Ganges, als ich einen lauten Schrei aus dem Zimmer meiner Mädels hörte. Ich sprang aus dem Bett, riss fast die Tür aus den Angeln und rannte in ihr Zimmer. Meine Älteste saß auf ihrem Bett und hatte die Decke über ihren Kopf gezogen. Sie drückte sich in die Ecke des Raumes. Ich fragte, was los sei. Und dann schluchzte sie, er ist wieder da, Mama. Ich wusste direkt, wen sie meinte, aber antwortete ihr nicht direkt. Ich schaltete das Licht ein, was ich als erstes hätte tun sollen. Ich schaute unter dem Bett nach. Und dann im Schrank und stellte sicher, dass nichts im Zimmer war. Dann machte ich das Licht wieder aus und meine Tochter schrie, dann setzte ich mich auf ihr Bett und beruhigte sie. Ich sagte zu ihr erneut, es ist niemand hier. Sie antwortete, doch, er steht direkt hinter dir. In dem Moment blieb mein Herz stehen, im übertragenen Sinne, und ich hatte einen Kloß im Hals. Dann drehte ich mich langsam um und sah, wie eine riesig schwarze Masse hinter mir stand. Sie war über uns beide gebeugt, und ich glaubte sogar ein Gesicht sehen zu können. Ich bekam kein Wort raus. Ich nahm beide meiner Mädels an den Händen und rannte so schnell wie ich konnte. Ich warf beide auf mein Bett und verschloss die Tür hinter mir. Keine Ahnung, warum ich dachte, dass eine Tür diesen Schatten aufhalten würde. Logisches Denken war zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich angebracht, um ehrlich zu sein. Ich saß mich zu ihnen aufs Bett und dann hörte ich von der Tür. Ich verlangte, dass es verschwinden sollte, aber es ging weiter. Die ganze Nacht lang. Natürlich öffnete ich die Tür nicht. Ich wartete bis zum Morgengrauen und es hell war draußen. Was für ein gruseliges Erlebnis. Lucy hat anscheinend auch einen Blog, auf dem sie ihre täglichen Erlebnisse in ihrem Haus postet. Was denkt ihr über diesen Fall? Würdet ihr ausziehen oder vielleicht jemanden engagieren, der euch helfen kann? Manche sagen, dass sich die Frau das vielleicht alles nur eingebildet hat. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber wer weiß es schon genau? Das nächste Bild wurde von Nutzer MJMJ101 geteilt. Er schrieb folgendes. Dieses Bild wurde von einem Freund der Familie gemacht. Er nutzte ein einfaches Handy dafür. Der Hund, den ihr da seht, war leider am Parvovirus erkrankt und verstarb kurze Zeit darauf. Der Freund war zu der Aufnahme alleine mit dem Hund zu Hause. Aber nach genauerem Hinsehen kann man da ein paar Beine im Hintergrund erkennen. Manche Nutzer wundern sich, wieso sie den Hund nicht gegen den Virus impfen ließen. Ein anderer fragt, wieso die Beine so lang und dürr sind. Ein weiterer Nutzer antwortet, dass er ebenfalls findet, dass die Waden irgendwie komisch aussehen. Er findet, es sieht fast unmenschlich aus, kann aber nicht genau sagen, was mit den Beinen nicht stimmt. Wen auch immer wir dort sehen, scheint nicht ganz gesund zu sein, sagt er. Jemand anderes sagt, die Haut sieht fast zu perfekt aus. Aber das sind fast gar keine Muskeln und es ist sehr blass, als wäre die Person für Ewigkeiten im Krankenhaus gelegen. Einfach nur komisch. Nun, niemand war am Ende genau sicher, wo diese Beine herkamen oder was sie bedeuteten. Ist auf jeden Fall mega gruselig, falls die Aufnahme nicht gefotoshoppt wurde. Wer weiß, vielleicht eine Erscheinung aus einer anderen Zeit. Vielleicht war es wirklich eine Erscheinung oder ein Geist. Avas Crazy Mom hat folgende Ereignisse beschrieben, die ihr vor einiger Zeit widerfahren sind. Vor ein paar Tagen habe ich mich auf dem Bett ausgeruht, als ich hörte, wie sich die Schranktür öffnete. Das weckte mich auf, aber ich war zu faul, um zu sehen, was genau passiert ist. Auf einmal fing mein kleiner Hund an zu bellen. Also dachte ich, dass es sicher meine 7-Jährige war, die ins Zimmer gekommen ist. Sie ist nie besonders leise, wenn sie das tut. Okay, wo war ich? Ich wachte auf, als der Schrank aufging. Dann knallte die Schranktür zu. Mein Hund kam zurück auf mein Bett und ich bin wieder eingenickt. Dachte mir auch nichts dabei. Etwas später stand ich dann auf und bin nach draußen gegangen, um meinen Mann und meine kleine Tochter zu sehen. Ich fragte, wer von den beiden in mein Zimmer gekommen ist.
und die Tür zugeknallt hatte. Beide antworteten mir, dass sie nicht zu Hause waren. Sie waren zusammen Fahrradfahren und anscheinend waren sie direkt losgefahren und keiner von ihnen ist natürlich ins Schlafzimmer gekommen. Ich habe ihnen das geglaubt. Ist nämlich nicht das erste Mal, dass so etwas einem von unserer Familie passiert ist. Am nächsten Tag bin ich wie gewöhnlich abends ins Bett gegangen. Mein Mann war schon eingeschlafen und war am Schnarchen. Ich war kurz davor wegzunicken, als etwas am Ende des Bettes meine Decke wegzog. Ich schaute auf und die Decke war fast ganz nach unten gezogen. Ich zog sie wieder nach oben und versuchte wieder einzuschlafen. Dann zog sie wieder etwas nach unten. Ich öffnete meine Augen und wollte sehen, ob es vielleicht meine kleine Tochter war, die ins Zimmer geschlichen ist. Aber nein, das war nicht der Fall. Dann schaute ich langsam ans Ende des Bettes, immer noch davon ausgehend, dass es meine Tochter war. Da war aber rein gar nichts. Ich seufzte und sagte, okay, ich bin mega müde, lass mich bitte schlafen. Es reicht jetzt, ja? Hab keine Lust mehr darauf. Und dann hörte es auf. Vielleicht verstanden sie, dass ich müde war und ließen mich deshalb in Ruhe. Ich weiß es nicht. Nichts hat uns jemals angegriffen oder sonst irgendwie geschadet. Wir haben unser ganzes Leben komische Sachen hier erlebt. Das Grundstück gehört unserer Familie, seit Generationen. Meine Familie hat schon immer komische Dinge hier erlebt, bevor ich überhaupt geboren war. Ich bin jetzt 43. Das sind inzwischen Vorfälle, an die wir uns alle etwas gewöhnt haben und mit welchen wir leben müssen. Ich habe noch viele solche Ereignisse, von denen ich euch erzählen könnte. Nun, was denkt ihr über Evas Vorfälle? Klingt so, als wäre entweder ihre Familie oder das Land, auf dem sie leben, verflucht. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis demnächst.